herzlich willkommen zu heißen. Ich habe mir schon ein paar Hosenträger angezogen, damit Sie wissen, dass wir heute alle beide sind. Ich bitte aus dem Roten auf meinen Hosenträger nicht etwa politische Folgerungen zu schließen, obschon ich weiß, dass alle guten Parteileute bei Plettag und bei Franz Mayer vorhanden sind. Ich darf Ihnen danken, dass Sie hier sind, und ich freue mich besonders, dass sowohl Franz Mayer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ihren Partnern als auch von Plettag, der sicherlich etwas älteren Firma, für die wir tätig sind, friedlich zusammen sind. Sie sollten sich auch nicht nur getrennt setzen, ich nehme an, dass es auch räumlich nachher noch größere Nähen gibt. Dabei will ich es bewenden lassen für heute. Ich wünsche Ihnen wahnsinnig viel Spaß. Frau Luke wird das Wesentliche übernehmen und bei allem werden wir ihr helfen, viel Spaß und viel Freude zu haben.
immer in Hosen, besonders unangenehm mit Trachtenjacken aus Norden. Unten mit gestickten Rändchen, manchmal auch mit bunten Bändchen. Sie sind holzbar, warm und dick, dabei ganz besonders schick. Junge und auch alte Herren sehen die Madel darin gern. Und wie nichts auf dieser Welt euer Lederhosen ewig hält. So ein Hosen hat doch alle. Das Beste ist, das weiß ja jeder, es gibt für alle Typen das passende Leder. Für den Export muss der Hosen aus dem Ausland sein. Den Koko stecken wir halt in den Koko-Lederhosen ein. Klaus Gutgereit und seine Franzosen kriegen in Baguetteform die Hosen. Die Leute aus der Zeitung Hallen kriegen die Hosen aus dicht durchfestigem Plan. Prüfst du in der Kontrolle die Qualität, kriegst du alle Lederhosen mit Schleifgerät eingenäht. Der Einkauf muss stets den Durchblick behalten. Warum wird er die Bestellung von Hosen in Finsterleder verwalten? Die Werbung sich die Hände reibt. Jetzt erlebende Spendierhose von Klaus Seif. Für Arbeiten bei größter Hitz gibt's für die Spiele Hosen aus Spitz. Heiße Höschen werden es auch genannt. So fehlt dem Volk schnell der Hammer aus der Hand. Die Spiele schreien, gib's mir Waffen. Habt ihr Lederhosen? Mach's Knöpfchen auf, ach, in der Platte. Lederhosen dürft sich im Po anpassen. Ihr könnt darin ruhig eure Luft ablassen. Mit ein bisschen Fantasie werdet euer Modell schon finden. Ich muss jetzt zum Eisbusch Äquator verschwinden. Ich wünsche euch noch viel Zeit an eurer Feier. Für dich, macht's gut, Blätter vom Meier. So, meine Damen und Herren, nach so einer langen Rede braucht man natürlich erstmal wieder ein bisschen Stimmung im Saal. Ich darf Ihnen nun ein Geschwisterpaar ankündigen, das im ganzen Alpenland bekannt ist. Sie alle kennen die Romanfigur Heidi, kennen den Peter mit seiner Ziege, vielleicht auch den Ziegenpeter und natürlich den alten Altöhi. Sie sind heute Abend bei uns. Sie haben die Musik zum Film Gitti und Erika. Thank you.
eröffnen. Unser nächster Programmpunkt bedarf einiger Vorbereitung. Wir eröffnen also jetzt erstmal den Tanz. Wir machen eine kleine Tanzpause. Ja, was soll denn das heißen? Ja, bist dann du ganz blind?
Anzuger sitzt nicht. Ich mache nur den geiler Toni und sonst gar keinen. Verstehst du das nicht? Und? Den geiler? Das arme Fürstenbrotfeuerwagen, der er nichts in seinen Taschen hat? Glaubst denn du, der könnte ein Magel wie die Broni in seinem Gartenhalle ernähren? Die Broni kriegt Sportstuber setzen. Oh mein Hof, für den ich mein Leben lang geschuftet habe. Ja, ich nicht. Mach er mich nicht an den geiler Toni. Und jetzt bin ich mal ruhig. Jo moin, was leg ich denn heute an für mein Toni? Jo, das ist es. Das war mein Toni, das nämlich. Ja, ja, der Krausekind, heute auf der Wiege, du gehst von unter, der so froh ist. Ja, was, aber das gibt's doch nicht, warum? Na, no, und hier nicht. Eigentlich, ja, Toni, bin nur, ich wollte noch nicht. Oh, das hier ist noch. Ich hoffe, Sie können einige Kritik vertragen.
Sie sind das ja auch schon gewohnt vom letzten Jahr. Ich würde sagen, Engel-Einmarsch. Thank you.
Ende unseres Programms. Aber was soll eigentlich am 11 werden? Ich kann 12. Ich hoffe, es ist Ihnen nicht zu langweilig geworden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich möchte mich bei Ruth Luca und allen Mitspielern bedanken, im Namen von Ihnen allen. Ich weiß, wie schwierig es ist, mit vielen Proben zu diesem Abend zu kommen. Ich glaube, wir haben alle Spaß gehabt. Gleichwohl ist es schwierig, bei den Mikrofonen und bei den Kumpels, die schon hinten an der Bierbar stehen, sich immer Gehör zu verschaffen. Gleichwohl, ich glaube, es hat uns allen Spaß gemacht. Schönen Dank für Ruth Luca und all Ihre Freunde. Yeah.